Herzlich willkommen zurück zu Let's Play NBA 2K14. Ja, jetzt geht's los, Western Conference Semifinals. Und ja, jetzt geht's los gegen die Oklahoma City Thunder mit dem neuen Mikro. Ich freue mich richtig drauf. Und ja, ich hatte ein paar Anfangsschwierigkeiten zum Start, weil irgendwie mein Controller ein bisschen rumbuggt. Wenn ich jetzt hier spiele, beziehungsweise das Kabel bewege, sieht schon Spieler 5. Dürfte eigentlich gar nicht sein. Aber ich verstehe es auch nicht, was da gerade los ist. Für die Oklahoma City Thunder, Russell Westbrook, Fable Saffalosha, Kevin Durant, Serge Ibaka und Kendrick Perkins. Ich würde sagen, wir legen los. Ich hoffe, jetzt gibt es keine Probleme. Und ja, wir können gleich nochmal darüber im Spiel nochmal reden. Welcome to 2K Sports. Glad to have you with us for a little NBA basketball. The Western Conference Semis get underway with Game 1. It's going to be the Oklahoma City Thunder up against the Dallas Mavericks. See you at the half. As the playoffs continue, the action intensifies. 8 teams eliminated, and now the true contenders begin to emerge. Nothing can be taken for granted, and those not ready for the next level will be the next to go. This is round 2 of the NBA playoffs. Oh yeah, Freunde, Runde 2 der NBA Playoffs. Ich freue mich richtig drauf. Und jetzt das zweite Spiel gegen die Oklahoma City Thunder in dieser Saison. Das erste Spiel haben wir mit einem Game Winner von Dirk Nowitzki, haben wir das Spiel entschieden. Und jetzt natürlich wollen wir das auch gewinnen. Hier sehen wir nochmal die Aufstellung für die Oklahoma City Thunder. Ja, nochmal einen schönen Gruß an Dennis, wenn du das Video siehst. Ja, du bist ja Thunder-Fan. Ja, mal sehen, ob sie mich hier schlagen. Ich hoffe mal nicht. Und zwar haben wir die Los Angeles Clippers in der ersten Runde, ja, abgeschossen. Wir haben die ersten beiden Spiele gewonnen, dann haben sie die nächsten beiden Spiele gewonnen, dann haben wir Spiel 5 und Spiel 6 gewonnen. Ja, die Mavs-Aufstellung wie halt immer Darren Collison, OJ Mayo, Elton Brand, Vince Carter und Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki, du musst jetzt wieder ein richtig gutes Spiel haben. Und ich kann mich jetzt hier kaum bewegen beim Spielen, weil ich muss jetzt hier den Controller so festhalten, dass ich ihn halt kaum bewege und muss jetzt hier mich halt stark konzentrieren. Und ja, ich hoffe mal, das wird jetzt ein richtig spannendes Spiel. Western Conference Semifinals, Round 2, NBA Playoffs, NBA Game Time, Tip-Off. Brand und Ibaka, ah nee, Perkins war das, am Sprungball, so jetzt mal. Collison, erstmal rüber auf Vince Carter. Dann müssen wir ganz kurz gucken, auf was wir eigentlich spielen. Spielen wir hier auf Profi, ja genau. Ja, das ist halt immer, ja, einspielen. Was macht Carter? Was macht denn gar Carter schon wieder? Der macht wieder nur Scheiße. Müssen wir da jetzt richtig wieder reinhängen, ey. Russell Westbrook, Russell Westbrook. Die ersten Punkte für die Thunder. Sieg gegen Oklahoma 0-0-3. Was das? Das ist ein Bug. Wir haben da einen Dreier reingemacht und zwar zum Game Winner. Und Collison hat auch noch einen reingemacht. So, Dirk Nowitzki jetzt. Wide open. Ah, Long 2 leider nicht drin, ne? Okay. Ja, was ist der Westbrook? Bleib an Carter. Westbrook trifft nicht. Rebound Darren Collison. So, raus. Erstmal auf Ocho Mayo. So, Nowitzki stellt in den Block. Ich komm auch nicht vorbei. Jetzt läuft er zum Kopf. Mit dem Dunk. Boom. OJ Mayo. Alter. Uhu. Was für ein Dunk von OJ Mayo. N1. Geil, Mann. Ich kann auch nicht die Anzeige unten ändern, weil ich habe nur für Western Conference Finals. Und nicht für Western Conference Semifinals. Aber egal. Alter, was für ein geiler Dank von OJ Mayo. Und seine ersten 3 Punkte jetzt im Spiel. Sehr schön. Seine ersten 3 Punkte jetzt komisch an, oder? Floater! Block von Elton Brand! Und. Ich wollte eigentlich Elio Pass machen, aber. Nee, Carter passt wieder mal auf Collison.
Fastbreak-Chance, die haben wir genutzt und jetzt liegen wir mit 3 Punkten vorne. Aber da blockt erstmal Brand erstmal Russell Westbrook. Was für ein. Nein! Was für ein geiler Block. Block von Vince Carter an Russell Westbrook! Alter, 2 Blocks in Folge für die Mavs. Was ist denn hier los? Alter. So, jetzt Brand. Nee, der macht ihn nicht rein. Okay. Oder ein bisschen behindert beim Wurf. Jetzt rüber auf Cephalosha. Der zieht zum Korb. Gute Defense von Vince Carter. Durant trifft auch nicht. Rebound Elton Brand. Vince Carter, da ist er. Wer ist da drüben? Mayo. Ja. Oh, schöner Pass. Oh, komm. Der ist drin. Jo. Schöner Pass von Darren Collison. Da hat sich Mayo gut freigelaufen. Wenn es so weitergeht, dann wird es hier ein OG Mayo Spiel. Tut mir leid hier wegen diesen Liedern gerade, also. Durant for free! Nicht drin. Das war gerade Perkins, oder? Durant, fade away. Nicht drin. Brand Rebound. Hier, da ist er. OJ Mayo. Machen wir auf Dirk Nowitzki. Komm, erstmal auf Dirk Nowitzki. So, jetzt gehen wir mal hier in den Post. Aber da wird da erstmal gestealt. Ah ja. Schöner Dank von Kevin Durant, da kann ich nichts machen. Passiert das was, wenn ich mich jetzt einmal nach hinten bewege? Habt das gehört, Freunde. Siehst du, ich darf mich hier nicht bewegen. Komm, los bitte. Ach komm, was ist denn das jetzt? So, da haben wir ihn wieder. Ja, ist halt ein bisschen verbuggt gerade, also ich verstehe es nicht, was mit meinem Controller los ist. Dann bleibe ich jetzt einfach so unten hier. Okay. Nowitzki! Punkte! Was ist denn das? Ach komm, das ist einfach nur nervig. Tut mir echt leid. Bitte Controller 5, ja vor allem. Controller 5. Jetzt tut mir gerade leid, also. Dann bleib ich jetzt einfach jetzt hier oben. Ich kann es nicht ändern. Ich will wenigstens erstmal ein Spiel aufnehmen, weil ich hab Bock auf das Game. Durant, wide open. So, nächste Punkte für Thunder. Weil sonst müsste ich mir den Controller von Yannick ausleihen und okay, ja, Yannick ist jetzt mal 15 Minuten entfernt von mir und jetzt Vince Carter trifft nicht, Leaning Layup. So, Durant jetzt, Durant, Ibaka, Punkte, Führung Oklahoma, das gibt's ja nicht, das gibt es ja nicht. Ich weiß nicht, ja, bei anderen Spielen funktioniert ja auch der Controller, also irgendwie liegt's an NBA, das kann ich mir aber auch nicht vorstellen, da wird er wieder gesteelt. So, Westbrook. Schönes Foul von OJ Mayo. Oh, Westbrook geht an die Linie. Meine Fresse, warum ist das denn so komisch mit dem Controller, ey? Bei Grid 2 kann ich den auch bewegen, aber NBA nicht. Mann. Ich hoffe, wenn ich hier wieder eine Stunde mal gespielt habe, NBA oder so ein Spiel gespielt habe, dann geht der Controller wieder. So, aufwechseln brauchen wir hier keinen. Alles frisch. Nowitzki ist jetzt rausgegangen. Dafür ist Marion drin. Ne? Jones drin. Ah, Jones. West. Der trifft aber nicht. Was denn? Nee. Ich wollte gar nicht auf Collison. Nee. Aber West hat schön da Westbrook ausgetapst. Und ja, jetzt muss er drin sein. Jupp, Delonte West mit seinen ersten Punkten in diesem Spiel. 2011 waren ja die Thunder und die Mavs im Western Conference Finale. Und die Mavs haben 4-1 gewonnen. Block von Marion Jones. Jones zieht zum Kopf. Wird gefoult von Kevin Durant. Zweites Team voll schon, okay. Oh, da wollen die Thunder aber auswechseln. Jones an der Linie. Den ersten trifft er. Oh, West klatscht schon mal ab. So wie Collison auch. Also ich freue mich schon auf NBA 2K14. Würde richtig geil werden. So, der zweite sitzt da auch. Ich weiß nicht, ob euch das stört mit diesem ganzen Zeug, mit diesem Controller.
wenn er ausgeht und wieder angeht, ob euch das stört. Wenn ja, schreibt es bitte in die Kommentare. Wenn man versucht, es hinzubekommen, dass es nicht mehr so ist. Schöner Pass auf Collison. Nicht unseren Collison, sondern Nick Collison. Nick Collison, der Power Forward bei Oklahoma. So, jetzt der Cayman an Collison. Schrittfehler, was? Weil ich einmal wieder zu viel gedrückt habe, mein Gott. Wollte so einen schönen Hakeem Olajuwon-Trick machen, Mann. Okay, ist nicht sein Trick, aber ja, ich habe es öfters mit ihm gemacht, weil Hakeem ist einfach Beast. Ist ein Beast, ja. Weil ich habe so gerne, wo wir einmal gegen Yannick gespielt, Lakers von 1990 oder so und gegen Houston 1990. Und ja, ich habe gewonnen mit Houston. Okay, Hakeem Olajuwon 40 Punkte. So, da. Ich dachte, Cayman steht da frei. So, Dequan Cook. Percy Jackson. Nein. Wie heißt denn der? Oh, schöner Move. Von Reggie Jackson. Ja, Reggie Jackson, genau. Nicht Percy Jackson. Okay. Bisschen einseitig. Mir gefällt es nicht so. So, Jones jetzt. Collison. Collison wide open. 4-2, nicht drin, ne? Reggie Jackson. Und Steel. Das war ein Steel. Oh nein. Ja, geht sogar rein. Schöner Pass von Marion. Auf Delonte West. Zum Alley-oop. Schöne Sache. Sehr gut. Okay, nur noch 16 zu 15. Da vorne steht einer frei. Da müsst ihr mal aufpassen. Jones, wer ist denn das? Den kenne ich ja nicht. Hayward. Der will ja nicht abdrücken von der Ecke. Jones gegen Jones. Oh, das ist ein Duell. Cook, fade away. Und der trifft nicht. Offensive Rebound nochmal vorhin, Thunder. Was ist Mike hier? Ich dachte schon, warum passte Marion nicht auf Cayman, ja? Aber nein. Nowitzki ist wieder am Spiel. Wunderbar. Ich würde sagen, wir passen gleich mal auf ihn. Ich müsste irgendwie auf Carter passen. Der X, ja genau. Cunningham jetzt da drin, okay. Cunningham, 7 Sekunden auf der Uhr. Auf Nowitzki, schöner Pass! Wird gefoult. Von Kendrick Perkins. So, Nowitzki ist an der Linie. Wunderbar. Man musste wieder 5 Jahre halten, dass du Nowitzki mal einen reinmacht, ey. Ich finde es doof mit diesem Controller, ey, Mann. Ich will mich unbedingt einen neuen holen. Weil ein neuer kostet 30 Euro. 30 Euro für den Controller, da warte ich lieber noch, bis die Xbox One draußen ist. Okay, ich weiß nicht, wann die rauskommen. Ob die nächstes Jahr rauskommen oder ob die. Ja, auf jeden Fall dieses Jahr in Deutschland wird sie noch erscheinen. Aber wann? So, Westbrook trifft nicht. Rebound, Vince Carter. Jetzt auf Jones. Nowitzki, hier raus. 4-2. Got it. Keine Chance für Russell Westbrook. Also Nowitzki, also wenn Dirk Nowitzki blockt, der ist wirklich schon richtig gut. Also ich habe es ja immer nicht geschafft, weil dann hat mich Yao Ming hat mich denn geblockt. Ey, das war auch was, ey. Da habe ich in Houston gespielt, hat mich Yao Ming geblockt. Dirk Nowitzki hat Yao Ming geblockt. Ah ne, Yao Ming hat Dirk Nowitzki geblockt, ey. Das war auch was. So, jetzt der Reggie Jackson an der Linie. Ob er seinen ersten reinmacht, das sehen wir jetzt. Ja, der erste ist drinne. 18,7 Sekunden auf der Uhr im ersten Viertel. Wir führen mit 2 Punkten, aber die Thunder können jetzt auf 1 Punkt rankommen. Das tun sie auch. Okay, Rodrick Boba jetzt im Spiel. Okay. Jetzt dann spielen wir runter. Da ist Vince Carter. Ich passe den auf Dirk Nowitzki. Nowitzki,
That's a buzzer! Sag's doch, ich sag es doch, Freunde. Ich hab's doch gesagt. So, jetzt erstes Viertel vorbei. Leg den Controller ganz vorsichtig ab. 3 Punkte Führung. Ich drück nix. Okay, los geht's. Halbzeitbericht. Okay, nee, nur Viertelbericht. So. Derrick Rose and the Chicago Bulls take on LeBron James and the Miami Heat. It happens next Wednesday. Bulls für ein 1-0, okay. Aber ich glaube, ihr habt doch am Anfang gesehen, wie die Spiele waren, weil ich habe das öfters hier schon probiert aufzunehmen, auch mit dem Controller hier. Aber trotzdem ging es nicht halt, aber ja, ihr habt den, ich glaube, am Anfang habt ihr die Spielergebnisse gesehen. Wenn nicht, ist es auch egal, also es heißt, es ist halt nur wichtig, gegen wen wir denn in den Western Conference Finals spielen. Entweder gegen San Antonio oder gegen die Minnesota Timberwolves. Jetzt mal ehrlich, Timberwolves, was ist mit denen los? Die haben irgendwie einen Boost noch bekommen jetzt in den Playoffs. Die haben wir ja locker besiegt in der regulären Saison, ja. So, nee, Collison, der muss doch irgendwie abdrücken. Ach, der tut er ab. So. Ich hab's gleich gesehen, dass er nicht reingeht. Nee, Collison vor allen Dingen. Jetzt der Mayo. For free trifft nicht. Marin Rebound. Mayo, zweiter Versuch. Der ist aber drinne. Schöner Offensive Rebound von Sean Marion. Und dann wieder schöner Pass auf OJ Mayo. Und der macht ihn rein. Jetzt der Durant. Fade away. Schön Defense von Sean Marion. Aber jetzt. Eliop. Ja, komm. Na, toll, hatten wir jetzt gar schon mehr von Pasta hin. Und N1. Nick Collison. Das gibt's ja nicht. Foul Chris Kamen. Okay, da wird ausgewechselt. Collison, West und Dante Jones kommen rein. Marion und Kamen bleiben drin. Collison an der Linie. Der trifft. 3-Point-Play. Eine schöne Aktion von ihm. Und auf Jones. Jones, da Kamen. Ach, der steht auch viel zu weit draußen. So, Marion jetzt in den Post. Jones. For free. Got it! Dante Jones mit seinen ersten Punkten. Schön. Ich mag es ja so, mit ihm aus der Ecke zu werfen. Also, boah. Wer ist denn das hier? Ist es Eric Maynard? Jones. Nummer 3 auf dem Rücken. An Jones. Boah, Spin Move. Collison zieht zum Korb. Macht nicht die Punkte. So, auf Delonte West. Rodrigo Bohr. Muss er. Ah, nee, ist Collison. Oh, ja. Okay. Na, Spin Move hat er gemacht. Er wurde dann abgeräumt von Nick Collison. So, jetzt der Darren Collison an der Linie. Und da wechseln ja gleich alle Thunder gleich aus. Pass auf. Alle gehen raus. Ach, so, für die Maps kommen auch noch 4 neue rein, ist klar. Ah ne, West ist noch draußen geblieben, okay. Ah ne, das ist doch ein West. Ne, nee, Jones, also 3 nochmal ausgewechselt für die Maps. So, der zweite ist auch drin für Darren Collison. Also, ich glaube, ihr werdet hier diesen Controller hören, weil ich, ja, ist halt ein bisschen scheiße, ne? Jetzt dafür einen neuen Controller zu kaufen, okay, ich werde auch NBA 2K14 mit Controller spielen, weil anders gehen diese Spieler einfach mit dem Controller. Anders mit anderen Steuerung. So, jetzt. Kann ich hin. Brand. Warte mal. Erstmal auf Collison hier. Der ist ja schön frei. Nowitzki. Oh Mann. Ey. Nowitzki. Schöner Spin-Move. Drinne. 10 Punkte Führung Dallas Mavericks. Okay, das läuft doch gerade. Timeout. Okay, auswechseln brauchen wir keinen, weil ich mache das Spiel von alleine. Aber was soll's. So, jetzt, Perkins. Wo wir hinpassen? Auf Durant. Cephalosha. Auf Durant. Ah, der macht auch Cephalosha. Westbrook. Schöner Pass auf Durant. Back. Back.
Door Cut. Genau so ist es ja. Da, Jones. Nein, ja. Das war doch kein Foul. Ja, okay, wenn das Spiel sagt Reaching Foul, ist es ein Reaching Foul. So. Können die Thunder ihre nächsten Punkte machen? Russell Westbrook jetzt. Jones war da. Hatte fast den Ball bekommen. Westbrook for free. Nicht drin. Rebound. Elton Brand. Der hat schon 6, 7 Rebounds. Pass mal hier auf Jones, weil der ist gerade schön frei und wird erstmal geblockt. Okay. Cunningham, wide open. Got it. Jared Cunningham mit seinen ersten Punkten. Schöne Sache. Okay. Da haben sie den Ball noch vorher noch gesaved, aber dann hat den Brand bekommen und dann natürlich Nowitzki. Dann Nowitzki, schöner Pass. Einfach auf Cunningham. Und jetzt der Nowitzki, schöne Defense, Rebound. Und jetzt der Alley-oop. Nein! Ach du Kacke! Nein, Reverse Alley-oop Dunk von Cunningham. Leider verdankt, er ist so ein guter Dunker. Hat sogar beim Dunk-Contest mitgemacht. Und dann hat es jetzt verdankt. Oh, das wäre so geil gewesen. Aber egal, 11 Punkte Führung. 4 Minuten noch. Durant for free. Nicht drin. Rebound Collinson. So, warte mal, kann ich nicht. Da ist er. Nein. Ja, mal ein bisschen raus. Nowitzki. Nowitzki. Ach, ich muss ja irgendwie abdrücken. Ach, scheiße. Ich wollte eigentlich das schön, dass er sich... Was macht denn Westbrook da? Dass sich halt... Scheiße! Bisschen zu spät abgesprungen. Nee, immer ja zu früh. Oh Mann, ey. Ich wollte eigentlich auf Jones vorhin passen, aber dann stand er nicht frei. Und jetzt der Perkins an der Linie. So. Der trifft den ersten nicht, okay. So geht's auch. Aber er hat ja noch einen Versuch. Der sitzt. Oh, ein schwaches Spiel bis jetzt. Ein sehr schwaches Spiel. So, Marion. Vince Carter for free. Nicht drin. Wie? Marion. Da. Ach man, hätte schon vorher passen sollen. Bobo. Auch nicht drin, ne? Jetzt aber Vince Carter. Oh, nicht. Was sind das? Drei Dreierversuche. Nicht mal einer von denen drin. Kolle sind da. Schön gespielt von den Thunder. So. Ah, von beiden Mannschaften bis jetzt ein schwaches erstes Spiel. Oh, nix. Kevin. Sichere Punkte. Chris Kaman ist ja zu den Los Angeles Lakers gewechselt. Und jetzt wird er mit Kobe Bryant und danach den anderen deutschen Spieler, Elias Harris, der ja in Gonzaga, irgendwo in Amerika, da halt auf dem College war. Und da hat Basketball gespielt. Und jetzt durch die Summer League, er wurde nicht gedraftet, aber durch die Summer League ist jetzt zu den Los Angeles Lakers gegangen. Also, auf jeden Fall ein richtig cooler Karriereweg bis jetzt. Ja. Mayo! Nicht drin. Okay. Auf jeden Fall, also, ich hoffe, dass die beiden richtig gut agieren mit Kobe Bryant. Kobe Bryant, Elias Harris, noch eine Paul Gasol, noch viele weitere. Alley-oop! Marion? Ich dachte, du wolltest hochspringen. Schon mehr keinen Bock. Nein. Jones. Auf Cook. In die Mitte. Jones wieder. Cook wirft. Trifft nicht. Rebound Carter. Mayo leaning layup. Trifft nicht. Oh Mann. Ja.
Was ist denn hier los, ey? 1:30 noch zu spielen. Jetzt guck. Zieh zu Lin. Zieh zum Korb. Mach die Punkte. Okay. Chris Kamen. Ja, gucken wir mal. Komm, wir holen mal Nowitzki wieder rein. Ein bisschen einseitiges Spiel. Also, ich find's natürlich auch scheiße. Also so krumm hier zu sitzen, ja. Also ich kann alle anderen Spiele mit Xbox-Controller spielen, aber irgendwie backt es denn hier rum. Liegt denn ganz wohl an... eigentlich auf Nowitzki. Ja, Kata! Oh, wurde der dann noch schön blockiert am Ende. Mann! Da schon einen schönen Putback-Dunk machen können. Ah ne, wie heißt es? Posterized-Dunk, genau. Oh, Marion, it's a Marion! By the back! Mayo. Nowitzki. Nowitzki, fade away. Got it. Dirk Nowitzki, Nummer 41. Macht die nächsten zwei Punkte für die Mavs. So, Reggie Jackson jetzt. Zieht zum Korb. Will versuchen. Kommt aber nicht vorbei. Jetzt der Daquan Cook. Ja, fade away. Three-Pointer. Ist klar. Rebound. Rodrigue Bobo. Nein, Nowitzki. Oh, Davidin. Da. Nein. Oh, ich wollte auf Nowitzki mal passen. Aber Nowitzki hat ja nicht Y wie eigentlich. Hat ein LT. Hm. Ja, der Dank hier von Phoebus Tuffelosha. So, jetzt wieder Nowitzki, komm. Warte, komm mal her. So, komm. Got it! Nächster Buzzerbeater von Dirk Nowitzki. Wieder der gleiche. Also das kann ich gut mit Dirk Nowitzki. Sehr schön. 30:40 zur Halbzeit. Alter. Ich dachte, die Thunder rocken hier richtig. Aber jetzt erstmal Halbzeitbericht. Boah, und ich bin erstmal ruhig, ey. Meine Fresse. Brought to you by Sprint. From the 2K Sports Studios, I'm Damon Bruce. The playoffs are heating up, and the second round is underway. For the Dallas Mavericks, they have the lead against Oklahoma City. They're looking to make a statement in Game 1 and set the tone for the series. Well, Dirk Nowitzki's making it look easy against Oklahoma City. He's got 14 points, and look at the work he's been putting on the floor. In terms of field goal percentage, he is taking quality shot after quality. Habe ich das da richtig gelesen? 26 Rebounds? Oklahoma City Thunder. They've been getting roundly outplayed up to this point, and they'll need a bounce back effort. Natürlich ist wirklich angerufen von Russell Westbrook. Nee, Spaß. Not many positives for him so far. Just one bucket from the floor. Nee, ich glaube, das Telefon hört ihr gerade. Nein. Wartet einfach ganz kurz. Tut mir leid für die Unterbrechung, aber ey, das ist einfach nur behindert, wenn man hier dauernd angerufen wird, ey. Wie so eine kleine Kritzelsache, Mann. Das kann man ja auch am Abend sagen und fertig ist. Mann, ey. Bin schon mal leider, dann werde ich trotzdem angerufen. Na, was soll ich machen? Ibaka. Ruf nicht. Ja, okay. Perkins will den Punkten. Ja, wirklich ein komisches Spiel hier, finde ich. Also. So, da Brand. Schöner Pass von Vince Carter. So. Nummer 42 hat er auf dem Rücken und wir haben 42 Punkte. Das passt ja gerade. Na, Brand weg da. Das ist mein Spieler. Kevin Durant. Was macht er? Will er abdrücken? Passt jetzt mal auf Perkins. Brand an Kendrick Perkins. Macht die Punkte. Stark. Ja, die haben gerade mal 8 Punkte. Von draußen, die Thunder. So, jetzt der Vince Carter. Da! Nein, was machst du denn, Nowitzki?
Ey, das ist wie dieses behinderte Passspiel von NBA. Das gibt's doch nicht. Ey, Nowitzki, schön, ja? Dann kommen genau zwei Leute und Bam steht frei. Ich kann nicht während des Wurfs, kann ich nicht RB drücken und dann die Taste. Mann, jetzt wurde Durant wenigstens noch gefoult. Mal gucken, ob er trifft. Also, zurzeit gibt's hier nur behinderte Aufnahmen, ey. Ich kann's einfach nicht anders, ey. Dauernd wird man hier gestört, angerufen. Mein Gott, ey, das nervt einfach. Mein Vater weiß, dass ich hier mal etwas professioneller rüberkommen will. Mit einer neuen, mit einem neuen Mikrofon. Und dann ruft er trotzdem an. Mein Gott, ey. Das kotzt langsam an. Tut mir echt leid. Oh, müsst ihr auch mal sagen. Was sagen wir denn dazu? Soll ich meinem Vater einfach sagen, dass er einfach nicht reinkommen soll? Oder ist es euch egal, wenn ich einfach mal so einen Cut hier reinhaue? Müsst ihr halt entscheiden, also. Nowitzki! For free! Ich bin überhaupt auf Profis, komme ich so leicht vor. Simulationen machen. Ja, das weiß ich ja. Timeout. Oh Mann, ey, das ist wieder so eine lange Schnippelarbeit. Boah, ey, das kotzt wieder an. Ich will einfach einmal durch aufnehmen, eine Autospur durchhaben und dann nichts anderes, ja? Mehr nicht. Das ist einfach nur zum Brechen, ey. Bin froh, wenn ich hier denn mal wirklich mal irgendwann ausgezogen bin, ey. Ja, mal ehrlich, ey. Wenn ich nächstes Mal schön zu Hause alleine aufnehme, ey. Mich keiner stört, da zieh ich das Telefon alles raus. Durant jetzt. Oh, da habe ich ihn freistehen lassen. Rebound, Perkins, ja. Da kann Collison auch nichts machen. 38 zu 47. So, jetzt der Dirk Nowitzki. Long two. Nee, viel zu weit. Viel zu weit. Ah, okay, nicht drin. Westbrook jetzt. Wer drücken? Kendrick Perkins, der drückt doch niemals von hinten ab. Ibaka, der geht jetzt aber im Post, zieht irgendwie vorbei und macht die Punkte. Serge Ibaka. Okay. Bin nicht vorbeigekommen mit Carter. Ah, was soll's. Collison! For free! Schöner Spin-Move von OJ May und dann schöner Pass auf Darren Collison. Westbrook! Ah. So, 42 zu 50. Darren Collison. Nein! Ich hab's so gewusst. Wenn man passen will, dann rennen die Spieler einfach nach vorne und dann bekommt der Gegner den Ball und dann. Ja, machen sie Fast Break und Punkte. So wie jetzt. Der Dreier ist nicht drinne. Perkins macht keine Punkte. Nowitzki Rebound. Wolf auf OJ Mayo. Nowitzki. Oh ne, Carter. Ach so, dachte er passt auf. Hier. Auf den lieben Herrn Dirk Nowitzki. Jetzt haben wir einen dauerhaft nur 30 FPS. Ah, ich will eigentlich 60 haben. Perkins. Kendrick Perkins. Cephalosha. Wird gefoult. Und geht an die Linie. Ah, die Mavs wollen gleich auswechseln, so wie ich sehe. So wie auch die Thunder. Aber erstmal Cephalosha an der Linie. Macht den ersten rein. So, versuchen wir Nummer 2. Der muss eigentlich schon reingehen, weil auf sein Trikot auf 2 steht. Hat er auch verwandelt. Der ist schon da. Oh, gerade kaum. Scheiße. Oh, West mit dem Rebound. Stark. Oh, nee. Jones dann nicht. Ne? Jones. Ah, West. West. Marion macht den. Carter! Macht keine Punkte! Nein.
Was machen die hier? Die treffen nicht. Ja, schön, wir kommen jetzt Fast Break. Ja, ist klar. Yo, was macht denn da der Vince Carter? Ja, Self-Alley-Oop. Oh, schöner Pass. Von, wer war das? Eric Maynard? Alter, ja. Warum auch auf Jones den Alley-Oop? Ja. Persönliches Foul von Cayman? Was machst du denn für ein Mist? Total der Mist. Ach du Kacke. Ey, komm, das sind sieben Leute auf dem Spielfeld. Das sind nur noch sechs. Ey, komm, sechs Leute auf dem Feld. Das zählt nichts. Okay. Reggie Jackson. Hä, gab's irgendwie. Hab ich irgendwie ein Update reingemacht? Warum spielt ihr keinen James Harden? Cunningham. Schöner Spin-Move. Ich wundere mich. Warte mal, ganz kurz. So muss ich ganz kurz mal gucken. Haben die hier irgendeinen. Haben die hier irgendein Update reingemacht? Tja, mal, wo ist denn James Harden? Ich hätte vorher sowas nicht reingemacht. Nee, nicht beenden. Auf keinen Fall beenden. Ja, ich wundere mich schon, kein James Harden. Hä? Haben die es irgendwie so hingefixt? Ich weiß auch nicht, was hier los ist, ey. Weil da müsste eigentlich Dwight Howard bei den Lakers spielen, anstatt bei Anja. Ach, ich spiele bei den Lakers. Step back von Kevin Durant. Abgeräumt von Dirk Nowitzki. Marion. Oh. Alter, schon wieder so ein geiler Block. Ne, Reggie Jackson. Reggie Jackson. Schön blockiert. Wer wird da umgehauen? Cunningham ist klar. Was ist denn das heute? Was ist denn das hier? Ja, ich wundere mich gerade. Wenn es so ist, dann müsste eigentlich Dwight Howard bei Houston spielen. Und was weiß ich, wie viele andere noch woanders. Oh mein Gott, dann müssten wir eigentlich aber auch Jay Crowder und sowas haben. Stehe ich nicht. Wer denn da 1 von 10? Wer denn da 1 von 10? Bei den Mavs. Vince Carter, was? Ah, 7 Rebounds dafür. Tu mal die Rebounds hier an, ey, da, boah. Westbrook jetzt. Was macht der? Was macht der? For free. Nicht drin. Rebound. Marin. Okay. Cayman. Ja. Der geht noch rein, okay. Schöner Assist von OJ Mayo. OJ Mayo macht ein gutes Spiel hier. Macht ein richtig gutes Spiel. Reggie Jackson auf Kevin Durant. Mit den Punkten. 1 Minute 15 noch im dritten Viertel. 48 zu 56. Och ja, gleich ein Dreier. Der ist auch drin. Ne? OJ Mayo. Warum haben wir Dauer von 30 FPS gerade? Das kotzt gerade ein bisschen an. Wie meine 60 haben. Die Aufnahme wird zum Heulen, ey. Wir gewinnen ja das Spiel, aber tun sich aus total der Mist. Nein! Ja! Vince Carter! Och, komm, ey. Er ist schon fast vorbei und dann wird er noch blockiert. Aber jetzt geht er wenigstens an die Linie. Voll Kevin Durant. Okay. Er macht ja nicht mal den Freiwurf rein. Was ist denn mit Carter heute los? Na, wenigstens macht er noch einen Freiwurf rein. Alter, Carter ist heute richtig schlecht. Das muss ich mal so sagen. Dafür spielt OJ Mayo heute wieder. Klasse. Schöner Pass von Russell Westbrook. So, lass mal auf Mayo. Komm. Fade away. Got it. Ja komm, also wenn ich schon da so frei stehe, dann mach ich noch das rein. Jackson! Durant! Ibaka! An Mayo! Mayo! Mach das schon mal nicht rein, nicht gut. So, jetzt auf Vince Carter! Schön ab!
Und das bin von Kater, aber trotzdem nicht drin. Was ist das? Jackson. Den macht er rein. Sechs Sekunden auf der Uhr. Okay, komm, Mayo. Komm. Mayo! In and out. Egal. Ende des dritten Viertels. Wir führen mit 8 Punkten, ja. Das war in der regulären Saison anders. Aber egal. Wir könnten wenigstens dann mal 1-0 führen in der Serie. Game 2 of the Eastern Conference Semis. LeBron James and the Miami Heat go on the road to battle the Chicago Bulls. Next Monday, 7 o'clock Central. Sind sie einzig ein bisschen komisch auf dem Trikot? Also Bucks hat das Spiel schon mal richtig, ey. Da kann ich ein ganzes Buch darüber schreiben, über Bucks. Ja, das haben wir jetzt nicht gewundert, dass es auch nicht geht. Ist ja eigentlich schon vorprogrammiert. So, jetzt stehen sie hier vorne, okay. Okay. Nowitzki war auch Nowitzki, komm. Ach, was ist das denn hier? Ist ja putzig. Nowitzki macht ihn ja locker rein. Ah, wäre da jetzt ein Durant gewesen, dann hätte er nicht reingemacht, sage ich euch, weil dann hat Nowitzki nicht so viel Platz wie gegen Eric Mania. So, jetzt der Blocking Fall von nicht, wie heißt er denn? Dominic Jones. Russell Westbrook geht an die Linie. Sehr schön. Das gefällt uns doch. So, was für Westbrook. Der nächste Freiwurf ist drinne. So, jetzt Collison, komm. Schöner Pass. Auf! Elmbrand and one! Oh, hier ist Hype! Oh mein Gott, hier ist Hype! Cunningham und Carter kommen nochmal rein. Carter kann gleich draußen bleiben, der kann nichts. So, Edinburgh an der Linie. Ja. Sehr schön. Three Point Play. Oh Mann, ey. So, Eric Maynard. 11 Punkte Rückstand haben die. Die müssen jetzt die Punkte machen. Was ist Rashbrook? Zieht zum Korb und macht die Punkte für die Thunder. So, nur wird sie kommen. Ne, komm. Nowitzki. Über Durant. Mit seinen nächsten Punkten. Assist Darren Collison. Jetzt Cunningham muss jetzt erstmal in Westbrook. Eric Mann. Das ist auch ein guter Dreierschütze. Ah, Brand fault er Kevin Durant. Aber egal. Durant jetzt an der Linie. Den ersten hat er reingemacht. So. Den nächsten auch noch bitte. Jupp. Dann sind wir wieder bei einem neuen Punktespiel. Und was war das? Komm, Carter jetzt mal. Es war so klar. Den macht er nicht rein, jetzt Carter, komm. Carter! Oh ja. Oh ja, Collison. Nicht drin. Was ist denn das? Auch nicht rein. Ach, Marion hat gar keinen Bock anzugreifen. Ach, so ist das, ja. Alles klar. Mann, ey. Okay, alles klar. So. Nowitzki, jetzt der ist doch ganz klar drinne. Nicht? Ach, was ist denn los? Marion Steele? Auch nicht. Was ist denn hier los? OMG. Nee. Ja.
Lauf, Mayo. Lauf einfach. Lauf. Na toll. Fade away. Nowitzki. Auch nicht drin. Was ist denn hier los? Sind die alle kaputt? Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Okay. Ganz kurz rüber. Ganz kurz mal rüber. Und Auszeit. Ja, ich würde sagen, die sind mal alle K.O. Boah, liegt es nur, weil wir 30 FPS haben. Nee, alle K.O. So, ich würde sagen, da holen wir erstmal hier einen Cayman rein. Für Kata kommt gleich mal ein Cunningham. Für den Collison kommt ein Patrick Bobard. Für ein O.J. Mayo kommt ein Dante Jones. 7 Punkte Führung noch. 5,5 Minuten noch zu spielen. In der 92. Jones! For free! Und dann sind schon wieder 10 Punkte Führung. So. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Oh Mann, ey. Das ist aber auch ein Scheißspiel hier. Die gewinnen ja alles super, ja. Aber irgendwie auch total langweilig. Die treffen nix. Die treffen gar nichts. Elton Brand, okay. So, hier mal ein Post, so. Oh, oh, schöner Move von Elton Brand. Das war wirklich ein richtig geiler Move von Elton Brand. Ich weiß nicht, kennt ihr das Video, wo Shaquille O'Neal Michael Jordan erstmal einen übelsten Gangster-Move macht? Müsst ihr euch mal angucken. Gebt einfach mal einen Shaq Gangster-Move on Jordan. Dann findet ihr schon, ey, das ist richtig geil. Was macht denn die Barker? Durant! Westbrook! Ach, okay, jetzt zieht noch zum Grund, macht die Punkte. Ja, das ist halt Russell Westbrook. So, der steht vollkommen frei. Jones! Nein! Gibt's doch nicht! Ich sehe gar nicht mehr durch. Ich sehe gar nicht mehr durch. Westbrook trifft nicht. Okay. Jones! Fade away! Nicht drin! Cunningham! For free! Schöne Sache. 5 vor 10 dran in dieser Halbzeit. Schöne Defense von Cunningham an Kevin Durant. Cunningham for free! Jared Cunningham. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Jetzt läuft der wieder heiß. Jetzt geht's wieder los, ey. Russell Westbrook, das kriegen sie nicht mehr. Oh, schöner Move von Serge Ibaka. Darüber. Oh! Ja, nein! Oh, schöner Crossover an Kevin Durant, aber macht ihn nicht. Ibaka ist klar. Da. Cunningham. For free! Das gibt's ja nicht! 3-3 in Folge für Jared Cunningham. Alter! Der rockt ja! Gerade mal richtig! Ey, du bleibst drinne! Du bleibst sowas von drinne! Alter! Zieht euch den mal rein! Alter! Cunningham, meine Fresse, der rockt aber gerade. Ey, komm, das sind 17 Punkte. Die können nichts mehr machen. Nix. Das ist aus. Seth verloren schon noch mit einem Fadeaway, aber da ist nicht schnell. Cunningham, oh, ja, da wird er geblockt. Ich dachte, er macht einen schönen Dank noch, aber nee. Trotzdem unser Ball. Ach, er wirft sogar ein, okay.
Ah, ich wollte eigentlich Elliot Pass machen. Au! Oh, er hat sich fast den Rebound. Wenn ich so ein Spin-Move habe, dann wird man der Ball mir immer gestealt. Rebound. Komm. Cunningham. Na! Ah. Wollte unbedingt Punkte mit Cunningham machen. Oh, wir hatten in der ersten Halbzeit 7 Freiwürfe. Am anderen Rechnung. Cunningham. Oh, pff, was? Gibt dem Bobo auch noch Tipps? Der zweite ist aber drin. Och, sogar C plus und der geht auch rein. Ist klar. So, 16 Punkte Führung. Noch 2 Minuten in der ersten Halbzeit. Klar. Im ersten Spiel der Western Conference Semifinals. Hopstep, Kevin Durant macht die Punkte. So, komm, komm. Was macht denn da Cunningham? Jetzt macht einen geilen Dank. Ach, Mann. Ja. Ach, komm, scheiße. Seltsam, komm. Was machen wir hier? So. Ich muss irgendwas machen. Kann ich ja. Noch, nee. Noch ein Dank von ihm. Einen geilen Dank von ihm. Will ich noch haben. Was a Westbrook! Steal! Wo ist der Dank? Hast du keine Power mehr oder was? Ja, hier ist wirklich on fire. Hat er keine Power mehr? Okay, kann ich mir gleich vorstellen. Ich dachte, er macht noch einen richtig geilen Dank, aber nee! Durant trifft auch nicht mehr. Ich würde sagen, hier gewinnen. Oh, Nowitzki, jetzt klar. Ja, ist klar! Dirk Nowitzki, Alter, Long Free. Ja, noch, komm, dann Stil. Okay, nochmal ein Foul von Marion. Also, wir gewinnen hier wirklich das erste verrückte Spiel. Oh, der ist drin, ne? Marion geht auf die Bank. Also, ey, das ist wirklich hier so ein schlimmes Spiel, Freunde. Erstmal, dass wir ein dummes Controller-Problem haben. Dann. Oh, komm! Ach, John, was machst denn du? Ich will einen Dank sehen. Das ist doch nicht dein Ernst. Ja, genau. Oh, immer nicht mehr sowas, ey. Egal, ich würde sagen, wir gewinnen das Spiel. Also auch mit nur 30 FPS haben auch scheiße, ja. Jones wird abgeräumt, klar. Aber dieser Jones nicht. Dieser Jones nicht. Dieser Jones nicht. Oh, jetzt faulst du auch nochmal. Ach, du bist doch echt ein Lappen. Ja, Mena geht nochmal in die Linie. Und wechseln alle nochmal aus. Ja, ist klar. So, der zweite auch noch. Ach komm, noch ein Game Winner. Ach, bäh, Game Winner, was auch wieder. Ah, schade. Aber erstes Spiel gewonnen, Freunde. Also, das war echt ein Spiel zum Heulen. Alter, ey. Gewonnen ist gewonnen, aber ich fand das scheiße mit dem Controller, dass ich mich nicht hier ordentlich hinsetzen kann halt. Und 30 FPS, ich hoffe, dann haben wir im nächsten Spiel mal wieder abwechselnd 60 und 30. Aber erstmal haben wir das erste Spiel gewonnen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Aber erstmal Spieler des Spiels, Dirk Nowitzki, verdient. Ganz klar, 2 Buzzerbeater. Schöne Sache. Schöne Sache von Dirk Nowitzki. Das war, glaube ich, das war kein Dreier. Ah, das war der lange Dreier, Alter. Der war so krass, ey. 24 Punkte,
5 Rebounds, Alter. Wir haben doch einen Rebound-Rekord von den Nets in der Saison geknackt. Das gibt's ja nicht, ey. Also, man sieht ja auch schon links bei den Thunder kaum Punkte, also. Ja. Tut mir leid, das war eine schlechte Leistung von den Thunder. Mann, hier 5 Rebounds, 3 Rebounds, 5 Rebounds, 3 Rebounds, 6 Rebounds. 9 Rebounds von Vince Carter, Alter, nochmal 5, Alter. Boah, die haben sich ja nur Rebounds geholt, ey. Aber für keine Punkte. Das ist natürlich scheiße. Also, wir gehen mal durch hier. Dirk Nowitzki, 24 Punkte. Cunningham, also mal wieder Nowitzki, bester Spieler. Cunningham, 17 Punkte, auch starke Leistung, 4 von 4 Dreiern. Mayo, 13 Punkte. Hat in der ersten Halbzeit gut gespielt, aber in der zweiten Halbzeit nicht mehr so. Collison, 9 Punkte, 5 Rebounds, 4 Assists. Gutes Spiel. Brand, 7 Punkte, 6 Rebounds. Carter hat nur 3 Punkte, 1 von 12 aus dem Feld und 9 Rebounds, das ist natürlich stark. Die Thunder. Kevin Durant mit 16 Punkte, 8 Rebounds, 6 von 18 aus dem Feld, also richtig schlechte Leistung von den Thunder, das muss man mal so sagen. Westbrook, 14 Punkte, nur 6 Assists. Perkins, 11 Punkte, 7 Rebounds. Der hat für mich noch die beste Leistung hingebracht. Aber wir haben so viel geblockt in dem Spiel, also. Na, mal gucken, also hier ein Block, ein Block, ein Block, ein Block, ein Block, also boah. So, insgesamt hier, Cut hat ein Block. Brand 2, 3, 4 Blocks in dem Spiel, Alter, das ist schon krass. Ja, okay. Ich würde sagen, das war's erstmal. Ob die Ergebnisse so geblieben sind, ja, sind sie. So. Also, ich würde sagen, wir gehen einfach mal durch. Ich weiß nicht, ob ihr schon am Anfang gesehen habt. Ob ihr überhaupt darauf geachtet habt. So. Nee, was ist denn das? Ach, was ist denn das schon wieder? Ach, egal. Also, man sieht ja auf jeden Fall, wir gewinnen hier. Dirk streut 24 Punkte ein. Mavs führen 1-0. Ja, Rose führt Bulls zum Sieg gegen Heat. 1-0-Führung für die Bulls. Timberwolves, die. Es gibt's doch nicht, Alter. Kevin Love, was mit dem los? 27 Punkte führen 1-0 gegen die Spurs. Wizards schlagen Nets, liegen auch 1-0 vorne. Alter, wir können mal zur Playoff-Struktur gehen. Das erste Spiel haben sie. Also in San Antonio, ja, Alter, krass. Hallo. Ja, jetzt. Okay, Chicago hat zu Hause gewonnen und Washington hat auch zu Hause gewonnen, aber knapp. Ah, ja, in Brooklyn gewonnen. Stark. Gut, Freunde. Ja, ich würde sagen, das war ja mal ein fulminanter, failreicher Part. Also Fails gab es ja nicht unbedingt, aber mir hat er nicht so gefallen. So von der Aufnahme her. Aber vielleicht wird es ja beim nächsten Mal besser. Ich bin jetzt erstmal raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und ciao, ciao.